Leute, bei mir gibt es heute einen richtig krassen Tiramisu-Brownie. Schaut euch mal die Schokolade an. Ihr müsst unbedingt dranbleiben. Ich habe hier schon mal meine Blockschokolade. Die mache ich als erstes klein. Die bekommt nämlich ein Wasserbad. Ich weiß, dass wir hier sehr viel Schokolade haben. Hier ist einmal brauner und weißer Zucker drin. Da kommt jetzt geschmolzen und noch ziemlich warme Butter dazu. So kann sich der Zucker nämlich besser auflösen. Dann kommen hier noch ein paar Eier dazu. Mehl und Backpulver geben wir durch ein Sieb dazu. In die Form habe ich schon Backpapier reingelegt. Die Ränder beschmiere ich noch mit Butter. Das kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen. Der ist fertig. Der muss jetzt einmal komplett in der Form abkühlen. Ich lasse ihn auch wirklich über Nacht im Kühlschrank und kümmere mich morgen um den Rest. Für die Creme habe ich hier drin schon mal Mascarpone. Da kommt Schlagsahne dazu. Ein Teil von der Schlagsahne habe ich erhitzt und da drin Kaffee aufgelöst. So schaut mein Brownie-Teil aus. Der ist richtig schwer. Da kommt die Creme jetzt drauf. Gib da noch etwas Backkakao on top, dann geht es wieder in den Kühlschrank. Ich bin richtig gespannt, wie praktisch ich es aus der Form kriege. Unpraktisch. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber fangen wir hier an. Der ist nur härter, weil er im Kühlschrank war, Leute. Nicht wundern. Die sehen so hübsch aus. Taste Test. Die sind einfach eine 10 von 10. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und macht es unbedingt nach. Es ist wirklich ein richtig geiles Rezept.